Halli. Hallo. Hallöle. Leute, willkommen zurück zu Stellaris und unser Reich. Seht ihr, es wird langsam eine Sache. Hier, ja. Sorry, ich esse gerade so ein Gummibärchen. Ich hätte das gar nicht jetzt essen sollen. Vor der Aufnahme und dann wird das Spiel geladen und dann. Ihr wisst ja, Alter, ging das. Zack, zack. Leute, nehmt es mir nicht übel, bitte. Muss ich auch mal ein Gummibärchen essen? Ich drück mal gleich auf Play. Diese Schadlings, die möchten wir besiegen und ja, Sarah Murphy ist auch schon auf dem Weg. Er hat eine Piratenunterdrückung von 110, ganz cool eigentlich. Mhm. 500 Tage für da die paar Meter, mein Gott. Schrecklich, Leute. Schrecklich. Jetzt gucken wir mal. Wir haben die Strike Force Kriegen, wir haben die Strike Force Gauda, das ist okay, die kann mal. Ja, die kann mal. Hier, hallo? Hallo? Strike Force Gauda kann mal bitte hier hin. Und kann dann ein bisschen hier patrouillieren. Um die Piraterie dort zu unterdrücken. Mit 20, bringt uns das überhaupt was? Können wir das sehen? Maximale Piraterie 850. Ja, dann Grundschutz 2, dann kommen wir mit 20 ganz gut hin. Wollen wir eigentlich nur eine Korvette momentan, um da Frieden zu bewahren. Okay. Liegen gelassenes Kommuniqué. Einer unserer Politiker auf Koros hat unvorsichtigerweise einige sensible Material oft liegen lassen, einschließlich eines Verschlüsselungscodes, dessen bloße Existenz außerhalb von Regierungseinrichtungen eine grobe Verletzung des Protokolls darstellt. Die lokalen Behörden bemühen sich, die Sicherheitscodes zu wechseln, da es durchaus möglich ist, dass die Materialien in feindliche Hände gelangt sind. Mando. Okay. Achtung. Also wir haben 12 Monate Verschlüsselung minus 2. Wenn man den Idioten fördert, feuert, dann wird er degradiert. Wir zahlen 250 Credits, aber das geht nur 5 Monate und keine 12 Monate. Wir machen, ups. Upsi. Es ist uns ein Kommuniqué verloren gegangen. Upsi. Upsilein. So, archäologische Städte ausgraben. Chumba Nkwali macht das schon. Die arbeitet daran. Okay. Jetzt, okay, wir können es ja so richtig krachen lassen. Wir können Sternenbasen bauen und wir können hier richtig Gas geben. Wir haben noch. Entschuldigung, wir haben noch 8 Sternenbasen. Der Husten wird nicht besser. Ich habe den Hustensaft vergessen. Ah, ich habe einen ganz tollen Hustensaft. Jetzt habe ich den stehen lassen. Schade. Ich doof. Egal. Leute, macht nichts. Macht nichts. Gut, wir sind auf der. Genau, hier wird verbessert. 2 Stationen. Ja, wir lassen es halt krachen, so gut wir können, Leute. Ja, sieht auch so aus, als wäre eine schon fertig. Evasive Maneuvers initiated. Erstkontakt in Nunki, die G-Menace. Okay, Leute, in Nunki. Was seid ihr für welche? Aha. Oh. Construction complete. Das könnten so Korvetten sein, eventuell. Birgit von Wrangel, your job. Okay, stopp. Moment. Bom. So, wir gucken jetzt hier bei Entropy's Moho. Und da möchten wir eigentlich ganz gern. Ja, wir möchten uns da weiter ausdehnen in den Norden. Leute, da möchten wir ganz gern hin. All das bauen wir gar nicht hin momentan. Bauen wir gar nicht hin. Aber hier, schaut mal. Exotische Gase und die holen wir uns, selbstverständlich. Und wir bereiten uns ja langsam auf den Krieg vor. Gegen Ovak. Gegen das Ovak-Quack-Regime. Und die werden wir richtig schön platt machen. Hoffe ich mal, dass der Plan so aufgehen wird. Die Eisenzeit. Die Bronzezeit-Aliens von Gosam 4 sind mit ihren metallurgischen Methoden so weit fortgeschritten, dass man sie nun als Eisenzeit-Zivilisation betrachten kann. Die von ihnen hergestellten Werkzeuge und Waffen werden effektiver und auch die Architektur ihrer Städte ist aufwendiger geworden. Ihre Zivilisation hat sich nun fast auf dem gesamten Planeten verbreitet und einige der größten Städte leben jeweils und in einigen der größten Städte leben jeweils fast eine Million Individuen. Es musste ja so kommen. Ja, musste. Musste es. Ist doch in Ordnung. Das ist halt die Zivilisation. Okay, die Wayfarer hat nichts zu tun. Kann auch nicht sein. Oh, Leute. Ah, sind wir aber arg weit weg, oder? Sind die aggressiv? Die Nunkianer?
Na dann. We have mastered a new technology. Decken wir mal ein bisschen auf, Leute. Ups. So. Okay, wir haben... Wir können den Zerstörer jetzt bauen. Und Befehlslimit Flotte um 10. Erhöht. Der Zerstörer ist ein größeres Militärschiff-Design mit 2 Sektionen und bietet eine Auswahl an strategischen Bewaffnungsmöglichkeiten. Obwohl sie größer als Korvetten sind, bieten die Rumpfkonfigurationen von Zerstörern immer noch vergleichsweise wenig. Kanonen, neue Forschung, was können wir machen? Wir können die Sternfeste bauen, sehr gut, und ich würde die auch fast bauen, weil die nicht unwichtig ist, aber dass wir 20% schneller forschen, ist natürlich auch wichtig. Entschuldigung. Bergbau, Mineralverarbeitungsanlage. Ja, alles sehr wichtige Geschichten hier. Ich würde Ionentriebwerk, auch gut. Was kann sie denn? Sie ist Weltraumkundlerin. Ja gut, dann gehen wir wirklich auf die Sternenfeste. Ja, machen wir. Leute, wir gehen auf die Sternenfeste, machen wir. Und die ISS Wanderer hat nichts zu tun. Die ist schon weit, weit weggewandert inzwischen. Roma, Strikeforce, Gauda, geht nach Torrel. Genau, Torrel war es, ja. Geht nach Torrel und wird dann die Piraterie bekämpfen. Ja. Das passt schon. We have mastered a new technology. Ja, und zwar den Forschungskomplex. Sehr gut. Während wir die Galaxie erkunden, begegnen wir ständig neuen Materialien und Substanzen, die uns nicht vertraut sind. Die Katalogisierung und Analyse dieser Entdeckungen erfordert neue Einrichtungen. Ja, selbstverständlich erfordert es das. Finde ich schon. Wir gucken mal den Disruptor. Ich halte vom Disruptor irgendwie wenig. Der geht direkt auf die Panzer, also direkt auf den Rumpf. Ja. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Ich finde den Plasmawerfer eigentlich viel geiler. Ja, der Plasmawerfer ist eigentlich viel, viel geiler, Leute. Ja, schöner, besser, geiler. Ja. Moment. Da gibt es einen Computerlästigen. Ja, gut, die Gravitonsensoren könnten wir machen. Ne, komm, mach den Plasmawerfer, mein Sohn. Haben wir einen? Ja, wir hätten... Sie, aber die kann nicht so gut, die kann nicht so gut forschen, weil sie ein bisschen fertig ist. Haben wir noch einen? Nein, wir würden trotzdem sie nehmen. Okay, und wo ist unser Schiff ohne Kommandant? Hier. Ah, der hat sogar gerade ausgegraben. Ja gut, dann nehmen wir jetzt halt trotzdem unseren... der hat immerhin Level 4. Und Level 4 ist Archäologiefertigkeit plus 4. Na gut. Erst Kontakt, Weltraumautomaten. Wir haben eine neue Lebensform im Nunki-System entdeckt, obwohl die Bezeichnung Lebensform vielleicht etwas irreführend ist. Die Wesen scheinen vollautomatische mechanische Drohnen zu sein, die eigens für einen unbekannten industriellen Zweck gebaut wurden. Unsere Beobachtungen werden fortgesetzt, doch da diese Maschinen wahrscheinlich mit Abwehrprotokollen programmiert sind, wäre es ratsam, Vorsicht walten zu lassen. Ja, sucht weiter, aber seid careful. Machen wir. Suchen wir. Und sind vorsichtig. Construction complete. So, und jetzt können wir hier megamäßig upgraden. Das machen wir auch selbstverständlich auf Chorus. Hier können wir nicht upgraden, aber why not? Es fehlen 2 A. Da brauchen wir die... Construction complete. Moment, ganz kurz gucken. Da brauchen wir die exotischen Gase. Jetzt können wir es bauen. Jetzt haben wir 25 exotische Gase. Moment. Und es fehlen 20. Achso, man braucht so viele. Okay. Ja, wir brauchen da exotische Gase, Leute. Okay. Bauvorhaben abgeschlossen. Die Sternbasis hier ist. Ja, sehr gut. Und dann gehen wir danach Sisaya runter. Weil da möchten wir ja hin. Dann haben wir das ganze Eck auch noch für uns. Ich sehe aber niemanden kommen in irgendeiner Form. Von daher würde ich sagen, holen wir uns das und gehen. Nein, wir können nicht nach Sisaya dann. Ach, verflucht. Jetzt wisst ihr was? Wir müssen hier erkunden. Oh, so weit außenrum ist man ernsthaft. Na komm dann. Erkunde Alderaan. Ja gut, ist halt so. Und geht dann nach Sisaya. Stopp. So. Okay.
Jetzt ist archäologische Stätte, weitere Überreste. Archäologen haben immer mehr versteinerte Überreste im Tal entdeckt und es werden bislang 26 verschiedene Spezies gezählt, von denen keine auf Camia Secundus heimisch. Jene Fossilien, die ausreichend erhalten waren, um die Todesursache zu bestimmen, weisen alle auf ein physisches Trauma hin, das durch Klingen, Speere oder Pfeile verursacht wurde. Okay. Kein einziges Exemplar scheint von modernen Projektilen oder Energiewaffen getötet worden zu sein. Hier ist die Felskirche. Wer ist Petra? Ist das Petra? Petra? Gottes Willen. Warte, ich bin ganz schlecht gerade. Naja. Petra heißt eigentlich der Fels, also Petra müsste schon die Felskirche sein, wie Petrus, aber Petra, die, ja, ich rede zu viel, Leute. In der Nähe des Taleingangs wurden die Ruinen einer kleinen Struktur gefunden. Sie scheint aus dem gleichen Zeitraum wie die Fossilien zu stammen. Vielleicht kann diese etwas Licht ins Dunkel bringen. Wenn man hier genau hinguckt, dann kann man Indiana Jones reiten sehen, dem Heiligen Gral entgegen. Kurios. Mann, der Husten, der macht mich fertig, ey. Okay, so, Leute, jetzt ist es so. Wir möchten eigentlich ein bisschen aggressiv werden. Ein bisschen Action möchten wir machen. Ja. Unnachgiebiges Geld, da kriegen wir noch mehr Sternbasen. Ja, da geht es also richtig um die Sternbasen. Und da wir jetzt so viele Sternbasen schon haben, ist unnachgiebig eigentlich mega. Gut ist unser Ding, was wir uns auf jeden Fall holen möchten. Aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt, aber prinzipiell. Unnachgiebig werden wir benötigen, Leute. Werden wir benötigen. Jetzt gucken wir mal. Wir machen einen auf Wohlstand, weil wir haben ja keine Feinde momentan, okay? Wir könnten auf Wohlstand gehen, dann machen sofort die Bergbaustationen plus 20% mehr Bergbau, sehr geil. Und zum Abschlusseffekt Ressourcen von Jobs plus 5%, plus 5 Stabilität und einen Aufstiegsvorteil eben wie immer. Administrative Operationen, da wird der Unterhalt von Gebäuden und Distrikten um 10% reduziert, sehr gut. Streben nach Profit, Ressourcenproduktion von Spezialisten um 5% erhöht. Interstellares Franchising. Stadtdistrikte stellen zusätzlich einen Büroangestelltenjob zur Verfügung. Okay, perfekt. Standardbauvorlagen. Gebäude und Distrikte haben 10% geringere Baukosten. Und 25% höhere Baugeschwindigkeit. Sehr gut. Und Abteilung für öffentliche Arbeiten. Stadtdistrikte stellen eine zusätzliche Wohnung zur Verfügung. Auch alles ziemlich, ziemlich geil. Aber guck mal auf Merkantil. Da ist der Handelsschutz plus 5, Sammelreichweite plus 1 ist halt schon ganz gut, gell? Abschlusseffekt wäre Handelswert plus 10% und wir könnten eine Handelsliga machen. Auch gut. Büroangestellte produzieren einen zusätzlichen Handelswert. Gut. Entschuldigung. Gebäude in Wirtschaftszonen stellen einen Kaufmannsjob zur Verfügung. Da können wir Handelsrichtlinien verbraucherorientiert und Ideenmarktplatz freischalten, die uns erlauben, einen Teil unseres Handelswerts in Konsumgüter und Einigkeit zu tauschen. Auch gut. Auch gut. Dann Handelswert plus 10% einfach. Und Insiderhandel ist halt auch, ich finde das mega stark. Wenn wir auf die Diplomatie gingen, hätten wir einen verfügbaren Gesandten dazu. Und wir könnten eine Föderation gründen. Möchten wir gar nicht so sehr eigentlich. Föderation gründen. Ja, mal in Richtung Dominierung gehen. Ja, Dominierung weiß ich nicht. Vorherrschaft, glaube ich, ist es, genau. Flottenkapazität plus 20. Armeeschaden plus 20%. Und Abschlusseffekt. Die Annahme aller Vorherrschaftstraditionen gibt folgende Boni. Schalte die Kriegsdoktrin-Richtlinie frei. Wir gucken mal, ob wir die schon sehen können. Die Richtlinie Kriegsdoktrin. Oh Gott. Werde ich ja gar nicht finden, oder? Hier ist nicht. Unterdrückende Vasalisierung, okay. Orbitalbombardierung, Xenostudien, Xenoerleuchtung, Umsiedlung, Landbeschlagnahmung ist Kontakt. Anfangsgrenzstatus, Wirtschaftspolitik, gemischte Wirtschaft. Okay. Handelspolitik, Wohlstandsschaffung, da können wir nicht mehr machen momentan. Bevölkerungskontrollen erlaubt, Sklaverei, Säuberung gestattet. Okay, also wir sind schon ein Hardliner hier, aber ist jetzt nichts dabei in irgendeiner Form. Okay, gut, das wäre die Vorherrschaft. Da kriegen wir dann noch Baukosten, Schiffe reduziert, Baugeschwindigkeit erhöht, Unterhalt reduziert von Schiffen, Flottenkapazität erhöht, Feuerrate der Schiffe erhöht und Schaden. Ja, da wird halt richtig schön gekämpft. Das ist schon ganz gut, Leute. Das ist schon ganz gut. Wir machen die Vorherrschaft tatsächlich. Wir machen Vorherrschaft. Mit mehr Flottenkapazität und Armeeschaden.
Jawohl, weil wir nämlich hier bald richtig auf den Deckel geben, da oben. Oh ja, Freunde, da klopfen wir an. Und zwar sehr bald schon. Da werden wir gar nicht arg lange warten mit dem Anklopfen. Jetzt gucken wir mal, Beju. Beju ist fertig, okay. Da können wir eine Nebelraffinerie bauen. Was ziemlich gut ist, die bauen wir auch hin. Dann bauen wir einen Handelsknoten hin. Und wir bauen eine Raketenbatterie hin. Erstmal. Okay. Wir werden den Handelswert hier holen und dann werden wir hier Gas geben nach und nach. Ja, und uns hier alles unter den Nagel reißen. Es wird richtig nice. Ja. Erforschen wir eigentlich dieses Terraforming? Oder habe ich gesagt, das machen wir nicht? Doch, machen wir. Sehr gut. Also, Leute, wird ganz gut. Wird ganz gut alles. Kann man sich nicht beklagen. Gut, geht's weiter. Und okay. Hier unten sind sie noch zufrieden, soweit passt. Juan Cinto hat eine neue Eigenschaft. Und zwar, er ist anpassungsfähig. 25% mehr Erfahrungszuwachs. Sehr gut. Oh je, Leute. Wenn wann ist belastbar, der wird 25 Jahre älter. Belastbar ist das Gegenteil von drogensüchtig. Da wird das Leben um 20 Jahre verkürzt. Tja. Anomaly found. Ja, stopp, wir sind ja hier zu schnell. Okay, machen wir die Anomalie. So. Im Trambodon-System. Erkundung von AZ11893, das ist im Asteroidengürtel. Dort, ich kann doch nicht sagen, wo genau im Asteroidengürtel, ob es da verschiedene gibt. Gucken wir mal. Ja, also Asteroidengürtel stimmt. Wir haben in den letzten Folgen gelernt, in den letzten beiden, wenn ihr aufgepasst habt, wie diese Planeten hier benannt werden und was warum der Trambodon 1 heißt, wenn er einen Mond hätte, warum der Trambodon 1a heißen würde und so weiter, haben wir alles gemacht. So, und da können wir auf jeden Fall sagen, aha, das ist der Asteroidengürtel. Perfekt, genau, okay. Die Messgeräte zeigen, dass von diesem Planeten einige ungewöhnliche Energiewerte ausgehen. Vielleicht ist es ja nur ein Fehler im Quantenresonanzscanner des Forschungsschiffs gewesen, aber eventuell steckt auch mehr dahinter. Wenn wir die Zeit dafür haben, sollten wir es uns ansehen. Wir haben die Zeit, wir nehmen sie uns. So, jetzt Erstkontaktereignis. Uralte Bergbaudrohnen, okay. Den Berichten über Weltraumdrohnen, denen wir zuvor begegnet sind, wurde nachgegangen. Bei den Drohnen scheint es sich um die Arbeiter und Verwalter einer autonomen Orbitalbergbauunternehmung zu handeln, die hier vor Jahrtausenden ihren Betrieb aufgenommen hat. Dem Zustand der Verarbeitungsausrüstung nachzuschließen, scheint die Besatzung aber schon bald darauf abgezogen zu sein und die Drohnen alleine zurückgelassen zu haben. Die Drohnen verfügen über leistungsstarke Bergbaulaser und nähern sich heranfliegenden quintivischen Schiffen in bedrohlicher, wenngleich nicht völlig feindseliger Weise. Die Drohnen mögen zwar alt sein, doch die göttlichen Quent sollten sie keine Sekunde aus den Augen lassen. Verstanden, 24 Einfluss, sehr gut, ein neues Spezialprojekt. The Xeno Empire has somehow deciphered our language. Gut, also alles klar. Das war die Geschichte. Wir haben inzwischen so viele Sachen, die wir hier lernen können und machen können. Gell? 14 Monate. Im Moment, was erforschen wir denn gerade ingenieursmäßig? Ingenieursmäßig erforschen wir die Sternfeste, um die möchte ich als erstes eigentlich haben. Dann können wir das anschließend erforschen. Wir können aber nicht sagen, dass wir das anschließend erforschen möchten. Ich drücke mal Shift. Nee. Nee, geht nicht. Geht nicht, okay. Autoforschung aktivieren. Na, ich möchte schon selber entscheiden, was wir forschen. Okay. Gut. Das passt schon. So. Überwucherter Bunker. Tief im Herzen der Myzelwälder, die in den Schluchten von Mors Reto existieren, haben wir eine Art Bunker entdeckt, der schon lange von Pilzen überwuchert worden ist. Das Team glaubt, dass er von derselben Spezies gebaut wurde, die die Pilze hier genetisch veränderte. Große Teile des Bunkers sind eingestürzt und die darin befindliche Ausrüstung ist wahrscheinlich irreparabel beschädigt, doch wir haben auch einige versiegelte Räume identifizieren können, die möglicherweise verwertbares Material enthalten. Bemerkenswerterweise wurden keine Überreste der fremden Spezies gefunden. Vielleicht konnten sie den Planeten noch rechtzeitig verlassen, oder aber ihre Überreste haben keinerlei Spuren zurückgelassen. Verblüffend. Okay, sehr verblüffend. Wir gucken mal ganz kurz gucken wir uns mal was an hier. Und zwar hier können wir upgraden, das finde ich auch gut, das machen wir auch. Wir möchten vielleicht mal eine Entscheidung treffen, Leute, oder? So, Todespriester plus, ja, für zwei Artefakte, das wäre schon gut. Construction complete. Oder wir machen tatsächlich Luxusgüter verteilen, dass da einfach die Leute mehr kommen, Immigration. Aber es gibt immer Immigration und Emigration. Und wenn wir jetzt hier die Immigration
auf dem einen Planeten fördern. Ich glaube, dann fördern wir zugleich die Emigration vom anderen, oder? Hier wird es schon 0,1. Was da weggeht. Tja, Leute. Jetzt, Moment. Wir wollten das hier fördern. Es fehlen immer noch 10. Es fehlen immer noch 8. Okay, es fehlen 8. Seltene Gase. Na dann, okay. Mikrosingularität. Vor kurzem wurde Trambodon 1 von einer Mikrosingularität durchschnitten, die direkt durch den Kern des Planeten fuhr und auf der anderen Seite wieder austrat. Das Ereignis scheint keine permanenten Schäden verursacht zu haben. Es hat allerdings die Energieabgabe des Kerns des Planeten auf eine Art leicht verändert, die gegen unsere aktuellen Wissenschaftsmodelle verstößt. Vielleicht sollten wir weitere Untersuchungen anstellen. Ja, vielleicht sollten wir das, aber Trambodon ist ein bisschen arg weit weg, Leute. Anomaly found. Da ist auf jeden Fall 2 Planeten auch sehr interessant. So, Alderaan-System. Alderaan 2. Alderaan pulsiert stetig und seine Helioseismologie weist auf eine Zusammensetzung hin, die viel dichter ist als ursprünglich erwartet. Was könnte für diese Dichte verantwortlich sein? Erforsch mal. Das passt schon. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht... Okay, Freunde. Der Kampf beginnt. Hostile Xeno Fleet engaged. So, wir gehen auf sehr langsam und gucken uns. Den Kampf an. System Survey complete. Oh, schaut mal das an hier. Wie wir richtig schön fokussieren. Den hat es ganz ordentlich zerfetzt, um ehrlich zu sein. Ja, aber wir machen richtig schönen Schaden. Wir machen richtig schönen Schaden. Die Atomraketen sind halt sind mega gut. Die Atomraketen voll spitze. Okay. Kosmischer Diamant. Die machen halt auch gut Schaden. 150% auf den Rumpf. Oh Mann. So. Von der Oberfläche her scheint Alderaan ein gewöhnlicher weißer Zwerg zu sein. Der Stern verbirgt allerdings ein faszinierendes Geheimnis. Durch die Untersuchung der Schwingungen von Alderaan konnte die Crew der ISS Acuity herausfinden, dass seine Zusammensetzung fast vollständig aus kristallisiertem Kohlenstoff besteht. Dieses astronomische Kristallgitter scheint sich gebildet zu haben, als der Stern abgekühlt ist und sein ursprünglich aus Gasschmelze bestehender Kern im Laufe der Zeit nach außen wuchs. Alderaan ist ein Diamant mit kosmologischen Proportionen, der hinter einem weißen Schleier aus Sauerstoff und Helium vor sich hinglitzert. Faszinierend. Okay. Jetzt gucken wir mal. Schaut mal, und wie die sich halt auch heilen die ganze Zeit, ja? Ja, aber die heilen sich zu langsam. Leute, jetzt macht mal was weg. Komm, ich möchte mal was sehen. Wir scheinen noch gar nichts verloren zu haben, oder? Aber hier die Tissiphone. Oh, die wurde sogar zerstört. Die Tissiphone wurde zerstört. Sehr schlecht. Jetzt kommt, okay, die haben noch 4. Und wir haben hier ein bisschen mehr. Leute, macht doch ein bisschen Fokusfeuer. Ist das zu schwierig? Okay, die war jetzt einfach mal zerfetzt, diese Kristallkohorte. Und die hier wird es jetzt auch zerfetzen. Mann. Alderaan 2. So. Entgegen unseren Erwartungen hat Alderaan 2 einen besonders großen und festen Kern unter seinem unglaublich dicken Mantel aus einzigartigen Gasen. Unsere Wissenschaftler empfehlen weitere Untersuchungen. Ja, Forschung. Alderaan war kein Fehler, das zu untersuchen. Okay, Leute, was ist jetzt passiert? Okay, Quack kann den Siegkriegskunden bewerfen, den wir uns verwenden. Das ist in Ordnung. So, und wir kämpfen gegen die letzte Kristallkohorte. So, sauber. Gucken wir mal ganz kurz, wie der Kampf ausging. Wir haben 3 Schiffe tatsächlich verloren. Die haben 9 verloren. Und ja, bei uns haben eben die Atomraketen haben den guten Schaden gemacht, ja. Bei denen, der kleine Splitterwerfer, der war halt schon mega. Der hat überall 100% gemacht und auf den Rumpf 150%. Das ist schon. Also, das ist schon nicht zu verachten. Gut, er hat keine Befehle hier. Dann bauen wir mal die Sternenbasis. Also, BU. Ah, okay, da bauen wir alles Mögliche schon. Das ist in Ordnung. Und wenn wir ihn jetzt reparieren lassen, wo macht er das? Er macht das in BU. Er kann in BU reparieren. Okay. Ich vergesse das immer, dass es ja trotzdem geht, aber okay. So. Archäologische Stätte abgeschlossen. Leute, wir brauchen jetzt noch einen Hinweis auf das große kosmische Rätsel dieser Staffel. Oh ja. Und das kriegt ihr auch.
So, wir gucken mal ganz kurz. Moment. Drüber im Bayou-System. Im Porima-System. Wir haben hier niemanden. Nun gut, okay, hör zu. Die kleptomanischen Ratten. Oha, wir haben es abgeschlossen, oder? Die lilafarbene Schleife der Kaiserin. Die Archäologen bereiteten sich schon auf die Abreise vor, als sie auf eine große verborgene Kammer stießen, die mit Artefakten, abgenagten Knochen und einer beträchtlichen Menge frischem Sapper gefüllt war. Dort unter einem gebrauchten Nasenputzlappen der Kaiserin, auf einem vierbeinigen Tisch mit einem Schnitzwerk eines Gesichts, das sie als wirklich witzig empfunden haben, stand der Rubrikator. Der Dingsbumsmacher. Genau dort, wo er sein sollte. Ein kleiner, unbedeutend aussehender Würfel, der einen kontinuierlichen Strom von Artefakten hervorbringt. Der Rubrikator ist ein Replikator. Eine geniale Alien-Erfindung, mit der nahezu jedes Artefakt endlos repliziert werden kann, und bald schon gehört er uns. Das auf dem Planeten stationierte Team beginnt die Rückreise in die Sicherheit des Schiffes. Zum Glück werden wir nie erfahren, was die Hamster angegriffen hat. Hervorragend. Leute, hervorragend. Ja, es ist mega. Ich hab so Schiss. Und genau das habe ich gemeint. So eine Kacke. Echt. Krallen aus der Leere. Aus dem Nichts ist ein knurrender, zischender Teufel erschienen. Mit einem einzigen Hieb seiner riesigen Klauen riss er das Archäologie-Shuttle, das das Ausgrabungsteam den Rubrikator zur ISS Torch zurückbrachte, auf und drückte den Rubrikator heraus. Es scheint, als hätten wir endlich den Angreifer der hamsternden Ratten getroffen. Der Drache muss von ihren unzähligen Schätzen angezogen worden sein und scheint im königlichen Palast genistet zu haben, um sich an ihren toten Körpern zu nähern. Vielleicht war er auf der Jagd, vielleicht hat er uns aus der Ferne beobachtet, als wir die Ruinen ausgegraben haben und nur auf den richtigen Moment gewartet. Er scheint etwas in unsere Richtung zu knurren. Übersetzte Tiergeräusche. Our science ship is under attack. Ja. Die Ratten machten nur quietsch, quietsch, quietsch. Dann machten ihre Knochen knirsch, knirsch, knirsch. Jetzt ist es an euch, das Innere des Schatz, von Schatzbauch zu kitzeln. Ja, ihr wart böse, meine Kleinen. Der Rubrikator gehört Schad. Bitte töte uns nicht. Gebt den Rubrikator sofort zurück. Nein, wir können nichts machen. Nee, gib ihn. Komm, scheiß drauf. Gib ihn zurück. Ein donnerndes Poltern ist aus dem Bauch des Drachen zu hören. Plötzlich sind seine Flügel um das Schiff geschlungen und sein dampfender Atem beschlägt die vordere Scheibe, während er mit seinen wahnsinnig glitzernden Augen ins Innere blickt. Wie ist er so nah herangekommen? Und lächelt er etwa? Warum erregt er meinen Appetit, meine Kleinen? Er schnurrt noch leise und stürzt sich dann mit aller Kraft und gebleckten Zähnen auf das Schiff. Tod. Roberto Perez. Verstorben. Ist das echt beknackt, das Ayam? Aber ich hab's gewusst, dass Ayam weg sein wird. Ich hab's gewusst, jetzt gucken wir mal. One of our spaceports. Ja, eben hier, dann mach ich jetzt. Oh mein Gott. Dann macht jetzt das ganze System weg, alles. Dann vernichtet das ganze Ding. Es ärgert mich so sehr. Leute, echt, das ist richtig, richtig mies. Ich bin so. Ich hätte es vielleicht einfach lassen sollen. Kontaktbericht Leviathan. Wir haben nun Wesen gefunden, die bei weitem alles übertreffen, was wir in unserer bisherigen Weltraumgeschichte gesehen haben. Leben, das in unvorstellbaren Ausmaßen möglich ist und in Größe und Masse an Monde herankommt. Nichts hätte uns hierauf vorbereiten können. Der heutige Tag wird für immer einen Wendepunkt in der Quentgeschichte markieren. Wollen wir hoffen, dass wir lange genug leben, um unsere Nachkommen davon zu erzählen. Oh, ein Leviathan gesehen. Sowas echt beknacktes. Da haben wir einen Schleiertunnel. Leute, wenn wir einen Schleiertunnel haben, den verbessern wir hier auch gleich mal. Ja, wir müssen ein bisschen verbessern, müssen wir schon machen. Ja, und das wird halt hier echt blöd. Der wird den Planeten belagern, da ist er schon. Und irgendwann stürzt er sich einfach auf den Planeten und macht da alle platt. Ja. Sowas echt. Doofes.
So unnötig. Naja, alter Medizinkomplex. Es gibt erstaunliche Neuigkeiten von der ISS Acuity. Tiefe Scans haben ergeben, dass der unerwartet große und feste Kern von Alderaan 2 mit den Überresten eines Millionen Jahre alten medizinischen Komplexes bedeckt ist. Obwohl der starke Manteldruck des Gasriesen die Menge an Daten, die wir von der Oberfläche des Kerns extrahieren können, stark einschränkt, berichtet Wissenschaftsoffizier Chave Tinibu, dass die Technologie der verborgenen Struktur zweifellos die gleiche ist wie die der rätselhaften L-Tore. Die Crew vermutet, dass Alderaan 2 einst eine medizinische Einrichtung war, die von den Sternbauern vor Jahrtausenden geschaffen wurde. Irgendwann wurde der Komplex dann scheinbar aufgegeben. Seine automatisierten Gasreplikatoren jedoch liefen über Jahrhunderte ungehindert weiter und verwandelten den Planeten allmählich zu einem Gasriesen. Ganz viel Sozialforschung, eine Erkenntnis über das enigmatische Tor und zwei... Oh Gott, Alderaan. Und zwei exotische Gase. Ist ja wunderbar, oder? Besser geht's ja gar nicht. Jetzt gucken wir mal kurz. Wo ist die Ptah? Gut, die ist hier, da oben können wir nichts machen. Das ist halt einfach so doof. Bewegen wir uns mal darüber. So, und die Wanderer hat hier nichts zu tun. Ja, mein Lieber, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier hin, oder? Kann ich eigentlich auch so machen? Und der deckt das automatisch auf, oder? Was man halt irgendwie so macht. System Survey complete. Die Quack können Unterwerfung gegen uns machen. Jawohl. Alderaan vollständig erkundet. Perfekt, wird immer besser. Alderaan vollständig erkundet. Sehr gut. Leute, sehr gut. Und dann geht er runter nach Cesaya, während wir uns aber Alderaan holen. Selbstverständlich. Und die Luchtane. Okay. So. Ein Überraschungsfang. Unser im Quack-Regime eingesetzter Spionageoffizier berichtet von der erfolgreichen Akquirierung eines neuen Spionagemittels, einem mit uns sympathisierenden Kontakt, der für unsere Einsätze bei Bedarf zur Verfügung steht. Es wurden alle notwendigen Formalitäten erledigt, um sicherzustellen, dass dieser neue Kontakt echt ist. Auch wurden Protokolle erstellt, die das Ziel haben, unter anderem das Risiko potenzieller Doppelagenten zu minimieren. Okay, wir haben ein neues Spionagemittel für Quack erhalten. Wir gucken mal rein. Wir wollen mal die Quackerianer angucken. Spionage. Schwierigkeit 4 Hölle. Warum eigentlich ist das immer Schwierigkeit Hölle, hä? Warum ist das immer Schwierigkeit Hölle? Ich finde das so blöd. Okay, Moment. Wenn wir jetzt ihn einsetzen, dann ist die Schwierigkeit leicht. Schau mal. Perfekt, okay. Da könnten wir jetzt Informationen sammeln. Was könnten wir aber noch machen? Diplomatischen Zwischenfall auflösen. Wir könnten Mittel beschaffen. Wir könnten Agenten und andere Mittel, die für unsere Geheimdienstoperationen von Nutzen wären, rekrutieren und beschaffen gegen einen Preis. Ah, okay, da können wir so ein Mittel wie ihn jetzt, können wir uns da beschaffen. Okay, cool. Ein Gefallen erpressen oder eine Verleumdungskampagne. Wir kennen halt kein anderes Reich. Wir kennen kein anderes Reich. Dann könnten wir eigentlich Informationen sammeln, oder? Würde ich sagen. Und da benutzen wir ihn aber nicht. So, beginnen wir mal damit. Das machen wir. Okay. Jetzt schauen wir mal in das Situationsprotokoll unter Sieg. Ja, schaut mal. Wir sind auf Platz 4. Also wir sind stark. Momentan noch, obwohl der Planet hier da bald uns verlassen wird wahrscheinlich. Ja. Sehr blöd. Aber gut, so ist es eben. Hier ist Beju. Beju repariert.
Gucken wir mal Entropy Smore an. Da haben wir eine Hydrokultur. Tatsächlich sehr schön. Sehr schön, dass wir da eine Hydrokultur haben. Und alle anderen Sachen sind am Arbeiten. Okay. Gut, Strikeforce Kraken vollständig repariert. Archäologische Stätte. Die Loge. Die Ausgrabung des antiken Bauwerks in der Nähe des Taleingangs verläuft nach Plan. Es wurden viele Artefakte entdeckt, von denen die meisten Variationen von Jagdwaffen und Trophäen zu sein scheinen. Ein teilweise übersetztes Zeichen, das den Namen der Struktur zu bezeichnen scheint, lautet Tal von Magweil, Jägerloge Primus. Curious. Curious. Okay. Naja, curious heißt neugierig und kurios heißt seltsam. Also lasst euch nicht von meinem, von dem, was ich so erzähle hier, Dingsen. 1, 2, 3. Leute, wann haben wir das denn endlich erforscht eigentlich? 3 Monate? 13 Monate? Na, dauert noch eine Weile. Okay, meine Lieben. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar. Und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.